Alba Berlin empfängt in der Max-Schmeling-Halle die BG Göttingen. Die haben zuletzt 3 von 4 Partien gewonnen mit David Julius, dem neuen Point Guard. Bei Alba Berlin natürlich eine schwere Aufgabe für das Team von Olivier Foucault. Und Alba beginnt gut, bringt den Ball unter den Korb und da ist Johannes Thiemann natürlich eine optimale Option. Hier setzt er sich klasse durch gegen Cilic, kommt dann auf 10 Punkte und 6 Rebounds. Berlin immer wieder mit physischen Vorteilen, hatten das Hinspiel ja deutlich mit 114 zu 77 gewonnen in Göttingen. Schneider schließt gut ab. Dann auf der anderen Seite der Wurfversuch. Und jetzt Achtung, Samar wieder genesen. Und dann der Rückwärtsdank von Brocina. 29 zu 21 nach dem ersten Viertel. Berlin hat das Spiel gut unter Kontrolle mit hochprozentigen Abschlüssen. Aber Göttingen bleibt dran, auch wenn Berlin die besseren Plays hat. Hier mit ablaufender Shotclock ist es die. Und dann Achtung, unterm Korb, jetzt auf Kumachi achten. Der wird da hart ausgeboxt und schlägt dann mit der Faust zu. Er muss runter, disqualifizierendes Foul. Mitte des zweiten Viertels, der Big Man aus Tschad, Khalifa Kumachi, nicht mehr mit dabei. Spagnolo zieht gut zum Korb, schließt ab 16 Punkte. Nach den 16 von Fechter beim letzten Auswärtssieg wieder eine starke Leistung. Bis Italieners dazukommen noch 6 Assists. Aber Göttingen hat noch eine Antwort kurz vor der Halbzeit. Schöner Abschluss von Philipp Hartwig, 55-44 zur Pause. Und dann kommt Göttingen gut raus und schafft einige Ballgewinne. Und die Abschlüsse, Jürgen Osaro, Rich am Ende mit 7 Punkten. Göttingen kommt immer näher ran, weil jetzt auch Umoja Gibson auf einmal die Dreier trifft. Und Göttingen auf einmal richtig nah dran. Alba mit Schwierigkeiten, aber Alba hat natürlich auch immer noch Antworten. Da ist Procida um den Block herum. Foul beim Dreier. Berlin setzt sich wieder etwas ab. Aber Göttingen auch mit solchen Aktionen erfolgreich. Antisevic, der wieder eine sehr solide Leistung bringt mit 6 Punkten und 6 Rebounds. Und dann der weite Dreier von Umoja Gibson. Und tatsächlich, Göttingen geht im vierten Viertel, dann etwas später sogar in Führung mit 80 zu 79. Da sehen wir es. Berlin gefordert, Berlin antwortet. Der Dreier von Schneider, 88-80, und dann geht es unter den Korb. Der Abschluss fällt rein. Klasse von Spagnolo, und Berlin schafft am Ende mit einem 29 zu 5 Lauf in der Crunchtime dann doch noch dieses Spiel außer Reichweite zu bringen. Immer gute Verteidigung, und dann gibt es hier nochmal den Dreier von Sterling Brown, der am Ende auf 10 Punkte kommt. Procida mit 16, Spagnolo mit 16, die Topscorer auf Seiten von Göttingen, Bodio mit 17 Punkten. Berlin gewinnt 108 zu 85. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.